50.000 Immobilien wurden 2023 weniger verkauft. Noch im Jahr 21 und 22 wurde beinahe jeder Kaufpreis bezahlt, getrieben durch billige Zinsen von der Bank. 2023 änderte sich das dramatisch. Die Inflation stieg und damit auch die Kreditzinsen, und einen neuen Kredit zu bekommen zum Erwerb eines Eigentums wurde extrem erschwert. Wir befinden uns jetzt bei einem Kaufpreis in etwa vom Jahr 2018. Sie überlegen, Ihre Immobilie zu verkaufen. Jetzt ist es wirklich wichtig, mit dem richtigen Preis, mit der richtigen Präsentation auf den Markt zu gehen. Wir kümmern uns auch zusätzlich noch um die Finanzierung, die der zukünftige Käufer Ihrer Immobilie benötigt. Rufen Sie uns an, wenn Sie Interesse haben, Ihre Immobilie zum besten Preis am Markt zu verkaufen. Mein Name ist Stefan Tiefenbacher, ich bin Geschäftsführer bei Remax Balance in Krems.